Hallöchen, ihr lieben Leute von heute und ein herzliches Jo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Diablo 2 Resurrected. Jetzt leider Gottes einmal ohne Kamera, denn mein Computer stürzte wieder ab. Und ich vermute, dass es schon wieder mal die Kamera ist, beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwas anderes ist. Aber jetzt habe ich mal die Kamera ausgesteckt und wenn es jetzt nicht mehr abstürzt, dann weiß ich, es ist irgendwas mit der Kamera, obwohl die Kamera ja funktioniert, aber irgendwas dürfte das Slot von der Kamera was haben, beziehungsweise da, wo ich die Kamera einstecke. Ja, ich weiß, dann steck sie doch woanders ein. Ja, mache ich eh, aber jetzt nicht. Ha, so, mit Deckard Cain reden. Schau da mal. Seid gegrüßt. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Ja, dann machen wir das. Also Baal, Mephisto, ja, Diablo, alle irgendwie, was, hallo, wie, was? Was heißt das, Schwestern zur Schlachtbank? Diablo zieht es nach Osten und er führt nichts Gutes im Schilde. Und der einzige Weg nach Osten führt durch die Pforte des Klosters. Offensichtlich hat Diablo Andariel gerufen, um Verfolger aufzuhalten. Andariel für ihren Teil hofft, Diablos Gunst zu erringen. Diese minderen Dämonen streben stets nach Machtpositionen innerhalb der unheiligen Hierarchie. Ja, passt. Leute. Ja, und jetzt, Leute. Gut. Questlog, ihr Lieben. Soda findet Andariels Lager tief in den Katakomben des Klosters. Oh mein Gott. Also, da würde ich einmal sagen, Questdialog abspielen brauche ich jetzt nicht. Und jetzt geht's los. Denn das ist nämlich das Heftigste, was ich gesagt habe. Ab Andariels Lager, wenn ich das suchen muss, wird es absolut Hölle. Und somit, ihr Lieben, ich muss einmal kurz schauen. Tränke habe ich, habe ich noch genug auf der Hand? Somit passt das. Was haben wir da? Ich will dieses Knallelixier nicht, Leute. Somit so geht. Ich gehe so geht. Ach du Schande. Schach du Ande. So, handeln. Ich will dieses Knallelixier einfach nicht haben. Gut, wir haben 42.500 Knödel, Leute. Knödel, meine inoffizielle Horsti-Währung. Ja, ist so. Jo. So, ihr Lieben. Dann würde ich einmal sagen, gehen wir... Oh mein Gott, nein! Wir haben nämlich das Ding noch nicht... Leute, das ist so richtig blöd. Ja, muss ich da auf jeden Fall jetzt nochmal klopfen, was das Zeug hält. Damit ich da einmal freie Bahn habe. Weil ich dürfte das Gefängnis noch nicht... aktiviert haben. Das was so richtig blöd ist. Ja, weil es eben abgestürzt ist, ne? Ich hätte speichern und verlassen sollen. Ich Vogel. Boah, diese Jägerinnen. Leute! Die sind so übel. Du Vogel. Ihr dreckiger Schamane. Teuflischer Schamane, Leute. Ja, der belebt ja alle wieder, Leute. Ah, mein Gott. Aber zumindest ist die Quest einmal abgeschlossen. Ja, das nächste Mal weiß ich's. Ich werde jetzt, nach jeder Folge, werde ich einfach speichern. Fertig. Also speichern kann man eigentlich da nur, außer entweder speichern automatisch, was ewig nicht passiert, immer. Also das ist Wahnsinn. Dieses automatische Speichern hier bei dem Spiel ist grottenübel. Aber ich werde es jetzt so machen, dass ich eben mal einen Heiltrank nehmen. Warte mal ganz kurz. Ja, hier das Ganze mal ordne. Passt. So. Ah, nö. Ich habe keine Stadtportale mehr. Oh ja, drei Stück. So, ein Golem beschwören. Dann zwei Skelette beschwören und die... Was ist da? Ach so.
Ja, ich brauche Stadtportale. Also das hatte ich noch nie. Also diese Probleme mit den Stadtportale. Dann gehen wir mal zu Akara handeln. Ich brauche Stadtportale, Leute. Ah, Leute. Ja, gleich alle 20 einkaufen, Leute. So, Stadtportale, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Jetzt habe ich 20, passt. Und es geht weiter. 20 Stück Stadtportale. Also wie gesagt, das mit andauernden 4 oder ich glaube sogar 5 Mal stürzt er mir heute das Spiel ab. Das ist so grausam. Ja, so muss ich mich da... Nö, den brauche ich ja eigentlich gar nicht machen. Hey, schau mal, schwacher Heiltrank, ledierter Shell. Die Kaserne. So, die habe ich ja schon aufgemacht. Das sehe ich ja. Schau da mal. Da. Du dreckiger Schamane. Schlechte. Ja, jetzt muss ich ins Gefängnis gehen. Also zum Gefängnis. Neue Werte. Ist denn dieser komische? Da ist er schon wieder. Du Vogel. Schlechte! So, gut, passt. Leute, Stärke gehen wir auf 40 rauf. Dann haben wir weitere Sachen. Skelette. Aktuelle Fertigkeit. 3 Skelette. Leute, dann werde ich jetzt 3 Skelette beschwören können. Und das werde ich jetzt machen, Leute. Somit habe ich jetzt 3 Skelette. Ja, das sind so viele Monster noch immer. Ja, die spawnen so schnell. Die spawnen... Oh mein Gott. Vipern, Schieber der Heuler. Weg, 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 weg. Dass ich immer langsam gehe. Das ist so extrem. Stiefel brauche ich jetzt nicht. Heiltränke auf jeden Fall. Ich will einfach nur durchrushen hier. Aber wenn mal Gegner in die Quere kommen, muss ich halt doch draufschlagen. Schau, da ist schon wieder so ein Vipern. Das ist so blöd, wenn ihr mitten im Weg steht. Schau mal, ich komme da nicht durch. Windpein der Scharfrichter, Leute. Ein Elite-Gegner. Weg, 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 weg. Ist er schon tot? Schwarze Jägerinnen. Da ist eine Dornenkeule. So, weiter geht's. Mal einen Heiltrank nehmen. Dann, Leute. Was haben wir da? 5 Verteidigung. Nö, zahlt sich gar nicht. Du Vogel. Ja, ich sollte ein bisschen... Ja, Leute, ich weiß, du denkst dir wahrscheinlich schon seit Folgen. Warum nimmst du nicht einmal eine Fähigkeit? Ja, mache ich jetzt eh, Leute. Weil jetzt wird es so richtig extrem dann werden. Das geht ja noch. Das ist ja quasi noch ein richtiger Jausenspaziergang hier. Schau da mal. Alle tot. Muss aufpassen hier. Boah, diese Knochenmagier. Wahnsinn. So, leichter Heiltrank. Axt? Wie schaut's mit der Axt aus? Einhand, oh, 4 bis 11, da habe ich 3 bis 10. Identifizieren wir das Ganze mal. Oh, Giftschaden plus 7, 50 Schaden gegen Untote, 300 maximaler Schaden, okay. Leute, ich habe eine neue Axt, gefunden. Die trägt nicht meinen Namen. Ah, Schande, was ist das da? 3 bis 7, oh Gott, nur Zauberin. Oh mein Gott. Was bist du da?
brauche Skelette. So, 3 Skelette kann ich ja beschwören. Nö, Ausdauer. Was ist das da? Oh, schau da mal. Ich kann nicht noch mehr tragen. So, dann gehen wir mal da weiter. Du dreckiger Bastard. Schamanen. Identifikation. Ja, wenn ich es haben kann. So. Gut, ihr Lieben, dann weiter. Gehen wir mal weiter rein ins Gefängnis. Ah, Leute. Schon wieder diese Magier. Aber Leute, ich bekomme auf jeden Fall ordentlich Erfahrungspunkte. Na, wenn das nicht wichtig ist. Jetzt wartet mal kurz. Ich werde seine Fähigkeit an den Start bringen. So, Leute. Kadaver-Explosion zum Beispiel mal. Gehen wir ins Gefängnis. Gefängnisebene 1. Da habe ich auch schon. Da war ich ja schon. Die langsame Folter des Verhungerns im Käfig. Was ich komisch finde. Das ist aber immer bei diesem Teil hier. Es ist alles offen hier, die Karte, weil ich schon da war. Aber die, nimm da nicht an. Das heißt, der Wegpunkt ist nicht aktiviert, obwohl ich den aktiviert habe. Ja, ich muss endlich einmal meine Sachen reparieren. Ja, jetzt mache ich Kadaver-Explosion. Leute, aufheilen! Boah! Ich bin schwere Handschuhe. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel einen Mana-Trank nehmen. Irgendwie total komisch, dass die vorher nicht da waren. Klar, weil das sollte ich ja nicht sein. Hat sich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wie schaut's aus? Nö. Schwere Stiefel zum Beispiel. 5. Nö. Dornenkeule. 5 bis 8. So. Da drüben haben wir ja den Wegpunkt. Ach du Schande. Diese blöden Magier. Ich bin überladen. Irgendwie total Wahnsinn. Die sind so feig. Die rennen davon, da musst du nachrennen und dann rennen sie in eine andere Gruppe rein. Das kennt man ja von Diablo, Leute. Das ist Wahnsinn. Wie oft ich daneben hau. So. Eine Folge auch dann wieder aus. Glaub's ja nicht. Da unten. Ja, ich habe keine Skelette oder irgendwas mehr. Kann ich aber wieder beschwören. Golem. 1, 2. Ich bin überladen. Sag mal, haben wir da keine Leichen mehr? Nö. Leute. Ja, ich muss eh zurück. Es tut mir leid, Leute. Aber das ist Diablo 2. Und noch einmal erwähnt, auch in der letzten Folge, und sollte es einer sein, der stresst und so und sagt, oh mein Gott, ich hab wieder zurück, dann bitte ich dich, tschüss, Ende, komm nie wieder auf meinen Kanal und
Fall nicht. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber es ist einfach so. Ich brauche und will keine Leute haben, die richtig stressen. Ich halte mich fern von solchen Abschaum. Es ist wirklich so. Für mich sind solche Leute, die stressen. Oh mein Gott, was führst denn du auf? Solche Leute finde ich Abschaum. So, dann werde ich einmal schauen, dass ich die ganzen Heiltränke, die ich nicht habe. Dass ich die da mal reingebe. Das ist wichtig. Dann hole ich... Erstickungsgas brauche ich auch nicht, Leute. Tschüss. Was ist das da? Hey, cool. Anbringen möglich gesockelten Gegenständen. Habe ich ja nicht. Ich habe keine gesockelten Gegenstände, Leute. Oder? Nö, voll nicht. Somit zack, zack, zack. Oh, Leute, ich brauche Heiltränke. Ach, Horason. Ja, da seht ihr, wie viel Heiltränke man eigentlich in dem Spiel braucht. Ja, die hat leider nur kleine Heiltränke. So, zack. Zack, die hat leider nur kleine Heiltränke. Ja, da kann ich hier das da verkaufen. Ah, jetzt habe ich ein großes verkauft. Wurscht. So. Und jetzt, ihr Lieben, ab in die Kiste. Ich springe in die Kiste. Na, hoffentlich nicht. Einzahlen, passt. Knappe 44.000. Weiter geht's. Ja, es tut mir leid, nachdem sie abgestürzt ist. Ich werde aber jedes Mal speichern, weil man kann nur speichern und beenden klicken, nämlich. Hä? Achso, ich bin eh schon im... Nö, ich bin eh schon im Gefängnis. Weil da rein möchte ich nämlich. Hallo! Ich bin Besucher! Schau da mal. Gefängnis Ebene 1. Marschieren wir weiter. Andariel. Muss das sein? Dann werde ich da aber auf jeden Fall sowas nehmen. Schriftrolle des Startportals. Oh mein Gott, da ist ein Trauerkriecher. Leute, Leute, zurück. So ein Trauerkriecher, den brauche ich jetzt momentan echt nicht. Schon wieder so eine Champignon-Gruppe. Ich laufe da mal herum, oh, Leute, bis ich mal aufgeheilt bin, weil das dauert ewig. So. Meine Dinge sind nämlich schon wieder weg, meine Skelette. Zurück. Aufgepasst hier. Ich habe so viel Geld, Leute, dass ich wirklich ewig nichts... dass ich ewig mehr Tränke kaufen kann, Leute. Ja, ich will einmal diesen trauernden Kriecher da loswerden. Warte, tschüss. Boah, der hält sich lang auf. Das ist absolut heftig da unten. Jetzt geht's so richtig zur Sache. Schau da mal. Boah. Das ist ja unglaublich. Das ist... Hä? So, jetzt habe ich schon wieder keine Tränke. Schau da mal, ich paar Mal. Das sind diese blöden kleinen Tränke, Leute. Ich habe da nicht einmal, ich kann aber da mal einen Regenerationstrank reingeben. Mehr habe ich nicht. Ich habe nicht mehr. Oh. Wieder Akara. Ich brauche Tränke. Ja, deine doofen kleinen Tränke. Kauf dir mal große, Leute. Echt jetzt.
So, die gebe ich mal da rein. Und da, zack. So, ihr Lieben, die Folge ist aber vorbei. Ich stelle mich in Sicherheit. Und ich hoffe... Ich probiere es einmal. Ich werde beenden und speichern. Und dann mal in der nächsten Folge mal schauen, wie es ausschaut mit dem Wiederspawnen. Wenn ich gespeichert habe. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge morgen wieder dabei, wenn es weitergeht mit Diablo 2. Ihr lieben Leute, Game Over und ciao.